Liebe Brüder und Schwestern, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heute, inshallah, nutzen wir unser Thema Nawaqidu al-Islam, die Auslöscher des Islam. Und heute sind wir beim dritten Auslöscher, wo Sheikh al-Islam Muhammad ibn al-Wahhab sagte: Man lam yukaffir al-Mushrikeena au shakka fi kufrihim. Das heißt, man lam yukaffir al-Mushrikeen au shakka fi kufrihim au sahaha madhhabahum kafar. Wer keine Takfir auf die Mushrikeen macht, ihren Kufr anzweifelt oder ihren Weg als richtig bezeichnet. Nur von diesen drei Sätze kann man richtig also lernen, dass Al-Sheikh Rahimahullah, die ist auf die richtige Punkt gekommen. Und normalerweise diese Sätze, was er gesagt hat, ist richtig deutlich. Man braucht nicht so viel zu diskutieren oder viele erklären. لأن حكم الله عز وجل بين الأورطايلة من الله عز وجل زين كلاب الله عز وجل حكمه في القرآن أنه كفر الكافرين الذين لم يؤمنوا به الله عز وجل hat uns viele Versen wo تكفير auf die Kuffar die nicht an ihn geglaubt haben oder die nicht an Muhammad صلى الله عليه وسلم geglaubt haben oder die Mushrikin, die falsche Götze angebetet haben. Und man hakam Allah Azza wa Jalla bi kufrihi, fa malzumun alayna kadhalika an nukaffirahu. Das heißt, wenn Allah Azza wa Jalla also in seinen Versen uns gezeigt hat, dass diese Arten von Menschen Kuffar sind, dann normalerweise man darf keinen Zweifel haben. Das ist richtig deutlich. Und man weiß, wenn einer von uns ein Vers, ein Ayah leugnet, sein Hukum ist auch ein Kafir. Weil Allah Azza wa Jal, wie gesagt, hat uns Al-Iman erklärt und hat uns auch Al-Shirk auch erklärt. Und normalerweise, du kannst erstens Muslim sein, wenn du zwei Dinge hast. Muss jeder von uns das auch haben. وَهَذَا هُمَا التَّوْحِيدِ. Das ist die Erklärung von التَّوْحِيدِ. الأول الكفر بالطاغوت. أن تكفر بالطاغوت. Alle falschen Götzen musst du die also auf die Takfir machen. الكفر بالطاغوت. Und zweite Sache ist الإيمان بالله. أن تؤمن بالله عز وجل. Und das ist هذا هو معنى كلمة التوحيد. Das ist die Bedeutung von لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Das heißt لا معبود بحق إلا الله. Man darf niemand anbeten außer الله عز وجل. Niemand. لأن الله عز وجل hat uns erschaffen. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Das heißt, wenn jemand Schirk gemacht hat und nicht bereut und nicht Islam annimmt, er wird in die Höhle für Ewigkeit dort bleiben. فقلنا معنى التوحيد هو أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله عز وجل كما قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها هذا هو الإيمان أن تكفر بالطاغوت وأن تؤمن بالله عز وجل يقول الشيخ من لم يكفر المشركين. Das heißt, wenn einer von uns nicht Takfir auf Mushriken macht,
Erstens, wer sind die Mushrikin? Die Mushrikin sind verschiedene Arten. Alle Mushrike oder alle Mushrikin sind die nicht Allah anbeten. Das ist eine Bedeutung von Al-Mushrik. Alladhi la ya'budu Allah haqqa ibadatihi. Und minhum, zum Beispiel, die Menschen, die Bäume anbeten, Steine anbeten, Kühe anbeten, Al-Masih anbeten, Maryam anbeten und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt verschiedene Arten von Mushrikin. وأهل الكتاب زين أخ كفار وهم بل أشركوا بالله عز وجل منهم من يقول أن المسيح هو الله سكت manche von denen sagen dass Jesus Allah ist manche die sagen ist Allahs Sohn das heißt هذه كلها شركيات والله عز وجل سيقول لهم أو سيقول لعيسى sogar wird Allah عز وجل Isa alayhi salam sagen in Yawm al-Qiyamah. Und die Ayah in Surah Al-Ma'idah 116. يقول الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الله عز وجل عيسى عليه السلام sagen Hast du gesagt den Menschen, dass ihr oder dass die Menschen dich als Gott und seine Mutter auch nehmen? Isa alayhi salam hat das nie gesagt. Und er wird ihm auch sagen, Isa alayhi salam, ja Allah, wenn ich das gesagt hätte, das willst du auch das mitbekommen. Aber das habe ich nie gesagt. Sogar auch als er in Mehr war, noch nicht geredet, sagte, Inni Abdullah. Anna Isa alayhi salam ummu ما كان إليه إلهان لكنهما أناس يعني die sind auch normale Menschen فعيسى عليه السلام der ist ein Prophet ein Gesandter وكذلك يقول الله عز وجل لقد كفر شمل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم من قال هذا الله عز وجل das heißt wenn Allah عز وجل sagt dass die Menschen, die sagen, dass Al-Masih ist Allah, was kann man sagen? Muss man auch sagen, dass die auch Kuffar sind. Laqad kafara. Allah also das sagt, die Leute, die sagen, dass Isa alayhi salam Allah ist, die sind im Kuffar reingekommen. Es gibt manche Leute, فمن لم يكفر هؤلاء فهو كافر أين der nicht takfir auf diese Leute macht der ist selber kafir warum weil er leugnet diese Aya لقد كفر الله عز وجل also die Ungläubigen sind die Leute die sagen dass عيسى عليه السلام Allah ist لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فمن لم يكفر هؤلاء فهو كافر كما يقول إن اليهود والنصارى على دين صحيح. Es gibt manche sogar auch, die sagen, dass die sind auch im richtigen Weg. Die sind auch unser Bruder. Ja? Jeder darf nehmen oder darf, egal welche Religion, nehmen, was er möchte. Diese Aussagen, die sind alle falsch. وهناك من الطوائف من يقول كذلك إن عباد الأصنام على حق sogar auch gibt es auch manche Gruppen die sagen auch diese Götzenanbeter die sind auch in richtigen Weg die sind auch فقط تختلف الطرق das heißt nur die Wege aber das Ziel ist das gleiche also aber die Wege die sind verschiedene Wege aber das Ziel ist das gleiche subhanallah wie kann das sein was Allah Azza wa Jalla uns sagt وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Wie kann das sein, dass Allah Azza wa Jalla hat uns seinen Weg gezeigt und kommen manche Leute und die sagen, auch diese Leute, die auch Götzenanbeter sind, die sind auch Muslime.
aber nur die Wege sind verschieden. فَهَذَا كُلُّ خَطَأ فَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْ مَنْ كَفَّرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَدْ كَفَرَ. Das heißt, einer, der solchen Aussagen sagt, die sind nur ein Kafir. Und wenn du etwas, wenn du also über diesen Themen jetzt redest und du sagst, dass die Christen und Juden Kuffar sind, dann bist du nicht normal. Dann sagen die, dass du was glaubst. Dass du also Übertreiber bist. Wir sagen nur, was Allah Azzawajal gesagt hat. Das heißt, Allah Azzawajal sagt, dass die Christen, die sagen, dass Isa a.s. ist, ein Gott ist, ein Kafir. Das heißt, jemand, der das sagt, ist ein Kafir. Das heißt, wir haben das nur, diese Aya genommen und weitergesagt. Hada qawlullah Azzawajal, hada fil Quran. Fil kuffaru ala aslai, ala sinfain. Es gibt also zwei Arten von Kuffar. Es gibt Menschen, die also mit einem Assel sind Kuffar, also von der Quelle, die Christen, wie die Juden, zum Beispiel Al-Majus, die Feueranbeter, die Buddhisten, die Qadianisten auch, sind auch Kuffar. Und Al-Wathaniyin sind alle, die Steine, Bäume, Götzenanbeter sind. Ha'ula sind Kuffarun. وغيرهم ممن لم يكن مسلما في الأصل فهؤلاء لم يكفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر خارج عن الملة. Das heißt, alle diese Arten, was wir gesagt haben, einer, der sagt, dass diese Leute nicht Kuffar sind, der ist selber ein Kafir, der gehört auch denen. Ja? Und gibt es andere Art, الصنف الثاني أن يكون مسلما في الأصل, der ist Muslim. Aber جاء بناقد من نواقد الإسلام. Man hat eine Tat oder eine Aussage, die ihn von Islam rausgebracht hat. Das heißt, der ist Murtad geworden. Der ist Murtad geworden. Das heißt, es gibt also einer, der von der Quelle, ein Kafir, Christen, Buddhisten, Juden, alle, was wir schon gesagt haben. Und zweiter Art ist, der Muslim war und der hat gesagt, dass diese Leute auch Muslime sind. أصبح مرتد. المرتد ده مسلم و und ist ausgetreten von Islam. Seine Urteil muss man mit ihm reden. Und er hat auch drei Tage Zeit, dass er Tauba macht. Und das ist eine Sache, die auch richtig klar ist. Warum? لأنه ظن أن هؤلاء denkt, dass diese Leute auch Muslime sind. Die sagt auch, die sind unser Bruder und so weiter und so fort, ja. Nur, wir haben ein kleines Ikhtilaf. Aber wenn du siehst, was die, oder welche Aqidah haben die anderen, nicht nur ein kleines Ikhtilaf, sondern Ikhtilaf, ein Ikhtilaf wie Asli. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحكم من لم يكفر مشرك الكافر سواء كان كافرا اصليا كاليهود والنصراني او من تبث كفره يقينا كالباطنيه او غيرهم. يعني das heißt, حكم einer, der sagt, dass die المشركين und الكفار genau wie die Christen und Juden, und der sagt, dass die auch Muslime sind, حكمه انه كافر. هذا قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. او شك في oder hat nur Zweifel, ob die Kuffar sind oder nicht, die ist auch raus. Das kommt auch noch. وقال أيضا كذلك, und hat auch gesagt, رحمه الله, فمن زعم أن الصحابة ارتدوا, wer denkt, dass die Sahaba nach Tod von Muhammad صلى الله عليه وسلم alle Kuffar geworden, außer ein paar Leute, wie die Arrafida zum Beispiel, die Schiiten, Arrafida sagen, nach Tod von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alle Sahaba sind Kuffar geworden, außer 5 oder 6. Die sind Muslime geblieben. فهذا كذلك Quatsch. Das ist auch eine falsche Aussage. Warum? لأن الله عز وجل في كتابه, in seinem Buch im Koran, sagt, رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dass Allah عز وجل mit denen zufrieden und die waren auch mit ihm zufrieden.
Ja? Das heißt, die Leute, die auch so denken, die sind auch Kuffar. Al-Shi'a, die sagen, dass die Sahaba alle Kuffar sind, außer 5 oder 6. Oder auch sogar, die sagen, dass unsere Mutter Aisha radiallahu anha eine schlechte Frau war. Obwohl kam 10 Ayat, 10 Versen extra für unsere Mutter, dass sie das nicht gemacht hat. Und jemand, der immer noch diese Gedanken hat, sein Hukum, sein Urteil, der ist auch ein Kafir. Das heißt, jemand, der immer solche Gedanken hat, nachdem Allah diese Versen in Surat Nur geschickt hat und hat immer diese Aqida, فَحُكْمُهُ أَنَّهُ كَافِرٌ كَذَلِكَ. Der ist auch ein Kafir. وقال شيخ الإسلام أو الشيخ سليمان الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب. Das ist ein Enkel von unser Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab sagte: "Fi man thabata kufruhu yaqinan, wa kadhalika man kana kafiran asliyan. Fa in kana shakkan fi kufrihim aw jahilan bi kufrihim, buyyinat lahu al-adilla min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala kufrihim." Das heißt, sagte auch Enkel von Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahumullah, sagte einer der mit Beweise, dass er ein Kafir ist und du sagst immer noch, dass er Muslim ist oder du hast Zweifel, in diesem Fall, du bist auch ein Kafir. Oder einer sagt von seinen Jahl, dass diese Leute Muslime sind, wenn du mit ihm redest und du sagst, dass die Kuffar sind, dass Allah Azza wa Jalla so und so gesagt hat, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch viele Hadithen auch gesagt hat und der sagt, nein, die sind unser Bruder, dann in diesem Fall ein roter Karte. Die ist auch ein Kafir. Warum? Weil du hast ihm die Beweise gebracht von Koran und von Sunna und trotzdem er will das nicht annehmen. In diesem Fall, das ist seine Sache. وهذا جاء في كتابه أوثق عور الإيمان. وكذلك من يقول أن اليهود والنصارى إخواننا في الإيمان. Ein auch der sagt, die Christen und Juden sind unser Bruder im Glauben. Warum? Innama al-mu'minuna ikhwa. Das ist ein Beweis. Innama al-mu'minuna ikhwa. Wahrlich, die Gläubiger sind Brüder. Aber sind die Juden und Christen, haben die richtige Glaube? Die haben keinen richtigen Glaube. Das heißt, in diesem Fall, die sind nicht unser Bruder. Die sind nicht unser Bruder. Und das ist nicht also Schleier, also wir sagen, was Allah Azza wa Jalla sagt. Das ist unsere Religion, das ist unsere Aqida. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذه diese Regel, was Muhammad ibn Abdullah sagte, من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Das heißt, der ist nicht der Erste, der diese Regeln gemacht hat, sondern auch viele große Gelehrten haben auch gleiche Regeln gemacht. Und man darf auch nicht vergessen, dass diese Regeln von wem oder von wo? Von Al-Quran, von Allah Azza wa Jal. Die bringen nicht Sachen, die von ihrem Kopf oder von ihren Neigungen sind, sondern von Al-Quran und von As-Sunnah. Und es gibt immer noch, wie gesagt, manche Leute, die behaupten, dass die Muslime sind. Und wenn du mit ihm redest und du sagst denen, dass diese Leute sind nicht unsere Brüder, die sagen doch, aber wir sind auch im Paradies sogar. Und wie kann das sein, dass jemand nicht also Muslim ist, der keinen richtigen Glauben hat und sagt, dass er Muslim ist und er wird auch ins Paradies reinkommen? Das kann nie sein, subhanallah. Und jemand, der das sagt, فَإِنَّهُ يُكَذِّبُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَيُكَذِّبُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Jemand, der immer solche Gedanken hat oder solche Glaube hat, das heißt, er leugnet, was Allah Azza wa Jalla sagt und er leugnet auch, was Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auch gesagt hat. Und das dürfen wir nicht machen, sondern sonst jemand, der solche Gedanken hat, der ist auch selber kein Muslim. لأن الذي يكذب
einer, der nur, wie gesagt, ein Vers leugnet, faqad kharraja min millati Allah azza wa jalla. Der ist draußen, also von Islam, ausgetreten. Al-Adilla ala dhalik. Die Beweise, warum die Christen Kuffar sind, was Allah azza wa jalla gesagt hat. Damit keiner noch sagt, dass ich Zweifel habe, ob die Muslime sind, ob die nicht Muslime sind. Ich will keine verletzen, sagen wir mal so. Also beim Glauben gibt es keine Verletzen. Ma qala Allah azza wa jalla, ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Du bist nur eine Brücke, damit du weiter das erzählst. Erster Beweis. قال الله عز وجل في سورة المائدة نمرة 17 لقد كفر الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم زنجميس ungläubig sind ja diejenigen die sagen was sagen sie Allah ist al-Masih der Sohn Mariams. Das heißt, wenn jemand so sagt, ist ein Kafir. Wenn die Christen so sagen, die sind Kuffar. Wenn die das nicht sagen, die sind nicht Kuffar. Aber wir wissen, dass die das sagen. Das heißt, laqad kafar. Wa hada kalam Allah azza wa jalla. Das ist die Wörter von Allah azza wa jalla. Laqad kafar. Ungläubig sind wer? Diejenigen, die sagen, was Allah ist al-Masih, der Sohn Mariams. Wa hada الله عز وجل لم يحتاج إلى ولد ولم يحتاج إلى صديقة أو زرزخن. الله عز وجل braucht nicht زرزخن nicht. تعالى عما يقولون. Und auch nächster Beweis ist in سورة المائدة Nummer 73. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله وما من إله إلا 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 وإلا إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقول لا وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Das heißt, für wahr ungläubig sind diejenigen, die sagen, gewiss Allah ist einer von dreien. Thalithun thalatha. Sagen die Christen so? Die sagen so. Diese drei Sachen, dieser Heiligen Geist oder wie das heißt. Wie heißen diese drei Sachen? Heiliger Geist. Heiliger Geist. Also drei in one. Aber die sagen hier, Thalithun Thalatha. Allah ist einer von dreien. Es gibt aber keinen Gott außer dem einen einzigen. Das ist unser Glaube. Aber die sagen, dass Allah Thalithun Thalatha. Wahada Kufr. Allah Azza wa Jal qad, laqad kafara. Für wahr? Unglücklich sind diejenigen, die sagen, gewiss, Allah ist einer von dreien. Es gibt aber keinen Gott außer den einen einzigen. Hada auch wadih, das ist auch eine klare Sache. Und auch Beweise, dass die Juden Kuffar sind. Erster Beweis. قال الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله. Die Juden, die haben auch gesagt, dass Uzair ist Allahs Sohn. Uzair, es gibt manche Gelehrten, die sagen, dass er ein Prophet war. Es gibt manche, die sagen, dass er nur ein weiser Mensch war. Aber die meisten sagen, dass er ein Prophet war. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون التوبة 30-31. Das heißt, die Juden sagen, Uzair ist Allahs Sohn, und die Christen sagen, Al-Masih ist Allahs Sohn. Das sind ihre Worte aus ihren Mündern. Sie führen ähnliche Worte wie diejenigen, die zuvor ungläubig waren. Das heißt, es ist auch eine klare Sache, dass die Juden auch Kuffar sind, weil die auch selber Uzair
genommen haben als Allahs Sohn. Und auch nächster Beweis, qala Allah azza wa jalla kadhalika wa qalat al-yahud yadullahi maghlulatun ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Subhanallah. Schau mal, wie richtig unverschämt sind waren, subhanallah. Die sagen, wa qalat al-yahud yadullahi maghlula. Maghlula heißt so, gefesselt. Aber hier damit gemeint, dass er geizig ist. Wie kann sein, subhanallah, dass Allah so geizig ist und hat denen alles gegeben, was sie wollen. Immer noch jetzt. Obwohl die Kuffar sind, die nehmen immer noch seine Sauerstoff. Die nehmen immer noch seinen Rizq. Subhanallah. Yani, qalu, sinngemäß, und die Juden sagen, Allahs Hand ist gefesselt. Ihre eigenen Hände sind gefesselt und sie seien verflucht für das, was sie sagen. Allah Azza wa Jalla ist ein Bifakir, ist ein Bachil, meine ich. Der ist nicht geizig, subhanallah. Und auch, الدليل على كفرهم كذلك, an اليهود, dass sie auch Kuffar sind, قالوا, إن الله فقير ونحن أغنياء. Subhanallah. Schau mal, so, das ist nicht nur Kuffar, aber es gibt nicht mehr als Kuffar. Es gibt nicht, subhanallah. Ja. Die sagen, قال الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Allah hat ja die Worte derjenigen gehört. Schau mal, Allah عز وجل, obwohl das gehört hat, aber Hakim, Rahim und Ghafur, die warten nur, dass sie Islam annehmen, also richtigen Islam annehmen. Aber trotzdem kommt nur schlechte Wörter von ihren Münden. Qal, Allah Azza wa Jal, Allah hat ja die Worte derjenigen gehört, die sagen, Allah ist gewiss arm und wir sind reich. Yani, lu'inu bima qali. Ila ghayr dhalik, es gibt viele, mehrere Ayat, die uns auch gezeigt hat, dass die Juden und Christen Kuffar sind. خير دليل على ذلك also the best beweis dass Ahlul Kitab, die haben nicht an Muhammad sallallahu alaihi wasallam geglaubt. Das reicht uns, dass sie nicht al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, haben sie ihm nicht als Prophet genommen, obwohl die wissen genau, dass er ein Prophet ist. Warum ja'rifuna die wissen ihn und die kennen ihn richtig, sogar mehr als ihre Kinder. يقول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب Juden, Christen, die Menschen, die Leute, die wir denen die Bücher gegeben haben. Das heißt, es gab auch viele Gesandten, haben die auch Bücher bekommen. Aber wir wissen nicht diese Bücher, die heißen, aber wir glauben daran. Ja? Wir wissen nur, dass Al-Zabur, Al-Tawrat, Al-Injil, Al-Quran, Al-Suhuf Ibrahim und Musa. Das, was wir wissen. Also sechs Sachen. Al-Zabur, Dawud a.s. hat das bekommen. Al-Tawrat, Musa a.s. Al-Injil, Isa a.s. Al-Quran, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und Suhuf und die Blätter von Suhuf Ibrahim und Musa. Die Blätter von Ibrahim a.s. und von Musa a.s. Mada qallah azza wa jalla alaihim? Aber anhum, alladhina ataynahum al-kitaba, ya'arifunahu kama ya'arifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum liyaktumu al-haqqa wa hum ya'lamun. Das heißt, die Leute, die Bücher bekommen haben, die kennen immer richtig mehr als ihre Kinder. Aber manche von denen, Jektumone, die nehmen das als Geheimnis, die verstecken das. Warum? Weil, damit die anderen das nicht wissen. Jektumone, Al-Haqqa wa hum ya'lamun. Qala Azza wa Jalla kadhalik, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadira. Allah Azza wa Jalla hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht nur für ein Volk wie damals. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam
أرسل كافة للعالمين في alle Menschen. Ja? Musa alayhi salam, Isa alayhi salam und andere Gesandten waren nur extra für ein Volk. Aber Rasul sallallahu alayhi salam, ganze Menschen. كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس für alle Menschen. إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Dass du die auch warnst. Dass du auch mit denen Da'wah machst. Surah 28. Denn Rasul sallallahu alayhi wasallam, die Juden und Christen, die haben immer gewartet auf einen Prophet. Die wissen genau, dass ein Gesandter kommt. Aber die haben nicht gewusst, dass er von Araber kommt. Von Al-Jazira kommt. Von Saudi-Arabien kommt. Die haben immer gewartet, dass er aus Palästina kommt. Aber als er von dort kam, da haben ihn nicht angenommen. فَلَمَّا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ Als sie diese Bayina, diese Beweise gekommen ist oder gekommen sind, haben sie es nicht angenommen, subhanallah. Obwohl sie auf ihm gewartet haben, subhanallah. Okay? وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ كَذَلِكَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الذي يجدونه مكتوبا عندهم شطرا مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Das heißt, seine Eigenschaften wurde auch in Taurat und auch in Injil geschrieben. Subhanallah. Und auch nicht nur er, sondern auch sein Sahaba, seine Gefährten wurden auch in Al-Injil und auch in Al-Taurat geschrieben. Subhanallah. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا wird auch bei denen geschrieben مكتوبا عندهم في wo في التوراة والإنجيل ja, في التوراة والإنجيل aber trotzdem da haben nicht an ihn geglaubt حسدًا nur wegen weil sie neidisch sind weil sie auch Kibr haben okay بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم das ist dieser Hadith was man uns last noch sagte ist auch ein Beweis, dass die Christen und Juden Kuffar sind. قال الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه مسلم والذي نفس محمد بيده. الرسول صلى الله عليه وسلم braucht nicht zu schwören, aber trotzdem hat er geschwört. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي أو ولا نصراني ثم لا يؤمن بي بالذي جئت به illa dakhal an-nar. Das heißt, jeder, also Christen oder Juden, der von mir gehört hat und nicht an mich geglaubt hat, seine Stelle ist Feuer, Jahannam. Das ist auch ein klarer Hadith. Ein klarer Hadith. Kufr. Man lam yu'ammim risalat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Das heißt, es gibt manche Leute, die auch behaupten, dass die Muslime sind. Und die sagen, aber Rasul Sassan, der ist ein Araber, der ist nur für Araber. Nicht für uns alle. Weißt du, der ist nur ein für arabische Leute. Der für uns nicht. Subhanallah. Und Allah Azzawajal kann, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ Für alle Menschen. فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِعُمُومِ رِسَالَةِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم jemand, der so denkt, der ist auch kein Muslim mehr. وَلَوْ أَقَرْ أَنَّهُ رَسُولٌ auch wenn er denkt oder sagt, der ist Prophet, der ist Gesandter, aber nicht für uns alle. قَالْ إِنَّ رِسَالَةُ خَاصَ بِالْعَرَبِ Er sagt nur, dass diese Botschaft von ihm extra nur für Araber. هذا كذلك كفر لأنه يكذب القرآن ويكذب السنة. تلاقنت القرآن وتلاقنت أوخ سنة محمد صلى الله عليه وسلم من فصل أوخ زكتات. فهذا أشد كفرا. فكيف بالذي يكفر؟ إذا سعيس أزو يمان تنوز زكت. دي سين كافر. أو واسس بين يمان نش أن إن غلاب. تس نوخ شليمر. Also es gibt einer der sagt, der ist nur extra für Araber. Und ich glaube an ihn, ich glaube, dass er ein Gesandter ist, aber der ist nur für Araber.
Aber es gibt manchen, die sind noch höher vom Kufr, der glaubt nicht an Rasulullah. Das heißt, der ist noch schlimmer. فهذا أشد كفرا فالذي يشك في كفر المشركين عموما سواء كانوا من وثنيين. Das heißt auch einer der auch also an Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder an seine Botschaft leugnet oder sagt, ich habe Zweifel, ob die Mushrikin Kuffar sehen, ob die Juden Kuffar sehen, ob die Christen Kuffar sind oder nicht. Aber ich will keinen Stress haben. Die sind Allahu A'la, weiß ich nicht. Wir sind auch Menschen, die glauben auch an Allah, die sind auch Frieden, die sind auch lieb, die haben auch gute Charakter, gute Benehmen. Ich kann nicht sagen. Wenn du so sagst, dann bist du auch einer von denen. Du bist auch ein Kafir. Weil du weißt genau, was Allah sagt. Du weißt genau auch, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, und trotzdem sagst du, das heißt, hier, du bist zwischen Al-Kufr und Iman, und diese zwei Sachen passen nicht zusammen, entweder ein Kafir oder ein Mu'min. Und wenn du so diese Zweifel in deinem Iman hast, du bist du kein Muslim, du bist schon mit deinem roten Kater draußen. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. Das ist unsere عقيدة. ليس عليها مساومة. Das heißt, man darf hier nicht bei so Sachen schleimen, sagt man so. Dass man sagt, okay, ich will nicht, ob er Kafir ist oder nicht. Lass mich in Ruhe. Irgendwann, die werden dich auch in Jahannam in Ruhe lassen, wenn du auch so sagst. Hier gibt es keine Schleimerei. Es geht um Dien. Dien Allah Azza wa Jal. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله عز وجل sagt das. Wenn einer nicht Islam annimmt, er wird für Ewigkeit in Jahannam bleiben. Und dann kommst du und sagst, ich habe Zweifel. Wenn du Zweifel hast, du hast Zweifel, ob Allah عز وجل erstens existiert oder nicht. Ob Al-Quran richtig ist oder nicht. Das heißt, du bist nur beim Zweifel. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. Das heißt, darf man nicht schleimen. Du musst stolz sein, dass du Muslim bist, dass du diese عقيدة hast. فمن لم يكفر المشركين فإنه يكون مرتدا كافرا منهم أو مثلهم. Das heißt, einer, der nicht Kuffar auf المشركين oder أهل الكتاب macht, der ist مرتد geworden. المرتد هو الذي كان مسلما وخرج من الإسلام. Einer, der Muslim war, der ist ausgetreten von Al-Islam. Bei ihm ist gleich. Al-Kufr und Iman sind gleich bei ihm. Gar kein Problem. Kafir, nicht Kafir, Muslim, nicht Muslim, ich weiß nicht. Aber ich bete. Ja, aber das ist auch Al-Iman, kama qulna von Anfang an, Kalimat al-Tuhid, La ilaha illallah. Ma'naha Al-Kufr bil-Ta'ud Wal-Iman bil-Lah. Wo ist bei dir Al-Kufr und Ta'ud? Hast du nicht. Dass du nur sagst, dass Juden Kuffar sind, sagst du nein. Die sind auch Menschen. Ja, wir wissen auch, dass Menschen sind. Aber sie sind Kuffar. Ich kann dir sagen, was ist mit Tieren? Alhamdulillah, Tiere sind alle sind Muslime. Die sind alle sind Brüder oder Geschwister von uns. Weil sie auch Allah Azza wa Jalla anbeten. Ja? Kama yaqul Allah Azza wa Jalla yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. أو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وكل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Das heißt, alle Gegenstände, alle Tiere, alle Lebewesen sind Muslime. Aber einer, der sagt, dass Christen und Juden sind auch im Paradies, es gibt, wir haben das Wort auch gehört. Oder unser Bruder im Glaube, welcher Glaube? Es gibt nur zwei Glauben, Kufrun und Iman. Wenn du sagst in Glaube, welche Glaube hast du? Wenn du sagst, dass die unser Bruder in Glaube, das heißt, die sind nur dein Bruder alleine, unser Bruder nicht. وكذلك من شك في كفر المشركين وقال ما أدري هل هم كفار أو غير كفار فإنه يكون كافرا لأنه مرتد في دينه بين الكفر والإيمان. Das haben wir schon gesagt, der jemand, der Zweifel hat. أو يقول لكل
لكل له الحق أن يتدين بما شاء. Jeder ist freiwillig. Nimm welche Religion willst du haben, kannst du nehmen. Gar kein Problem. Du kannst Christ werden, du kannst Juden werden, du kannst auch Mäuseanbeter auch sein, keiner sagt was. Du kannst auch Kühanbeter sein, keiner sagt was. Das ist freiwillig. Religionsfreiheit. Nimm was du willst. Ja, wenn du Mäuse anbetest, dann bist du nur Mäuseanbeter. Du bist kein Muslim mehr. Du bist ein richtiger Kafir. Ja. ويقول لكل أن يتدين بالدين الذي يناسبه. Also was dir passt, kannst du nehmen. Wenn du Hindus willst, kannst du machen. Deine Mutter anbeten, diese Kühe, was bei dir heilig ist, da kannst du auch bei denen auch also Milch trinken, da kannst du auch bei ihr auch also bleiben, bis du stirbst. تصحيح مذهب المشركين لأن الشيخ قال أو صحح مذهبهم أو صحح مذهبهم. Das heißt, du sagst aber, diese Christentum finde ich gut, sehr gut. Oder Judentum ist auch sehr gut. Gibt es nur ein paar Fehler, aber allgemein sehr richtig, 90% bin ich dazu. Wenn ich sage, hachta madhabahum, was ist mit Islam? Subhanallah. Das heißt, Islam ist bei dir nichts. Allah Azza wa Jalla, inna ad-dina indallahi al-Islam. Inna ad-dina, wahrlich, Religion bei Allah Azza wa Jalla ist Islam. Und trotzdem sagst du, dass also Christentum ist immer gut. Oder gibt es sogar auch manche Leute, die behauptet haben, dass die Muslime waren. Und die treten von Islam raus, obwohl die nicht Muslime waren. Die werden Christen und die sagen, ja, subhanallah, ich war in Dunkelheit, jetzt bin ich, alhamdulillah, jetzt kann ich auch also nach die Hafen, auch nach Ei auch suchen. Ja, alhamdulillah, ist Frühling schon gekommen, ich kann auch feiern, ich kann auch also Nikolaus auch werden und solche Sachen. Ne? Als ich also Muslim war, war ich nichts. Ich habe nur Dunkelheit, ich habe nichts gehabt. Aber muss man erstens solche Leute, ob die Muslime waren? Kann nie sein, Allah, kann nie sein, dass jemand, der richtig Islam verstanden haben und von Islam rauskommt. Oder austritt. Kann nie sein. Außer jemand, der von Anfang an nicht Muslim war. Der war nur ein Mitläufer. Wenn die Christen feiern, der feiert mit. Wenn die Juden auch, genauso. Wenn die Muslime feiern, der ist auch dabei. Wie ein Joker. Und irgendwann sagt, ja, jetzt hab ich mich gefunden im Christentum. Oder bei Kakerlakenanbeter. Alhamdulillah, jetzt bin ich richtig fröhlich und ich habe alles und ich leuchte. Ich weiß nicht, wie ich leuchte. La hawla wa la quwwata illa billah. Hauptsache, tashih madhhab al-mushrikin. Einer, der sagt, dass auch andere Religionen finde ich auch gut, ist gar kein Problem. Wa ashaddu min dhalika man sahhaha madhhab. Das ist noch schlimmer, dass jemand sagt, dass diese Religionen auch gut. Die sind auch im richtigen Weg. Und wer vergisst, ma qala Allah azza wa jalla, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Wa ma akthar man yusahhih. Es gibt viele Leute, die auch sagen, dass diese Religionen auch richtig sind. Es gibt viele. Taqarub, die sagen, man muss so miteinander arbeiten. Einigen, oder wie das heißt. وما أكثر من يصحح مذهبهم ويدافع عنهم. Das heißt, es gibt auch manche, die auch verteidigen, die sagen, doch, da, die sind auch im richtigen Weg, die sind auch unser Bruder, unsere Geschwister und so weiter. خصوصا اليهود والنصارى. Also besonders die Christen, die Juden. أو كالذي يقول إنهم على دين صحيح. Die sind auch im geraden Weg, das ist auch eine richtige Religion, was sie auch haben. وأن الطرق إلى الله تنوعت. Die Wege zu Allah عز وجل. Sind viele. Viele, sind viele. Aber gleiche Ziel. Wie kann das sein, Frauen? Wann hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul. La tattabi'u subul. Das heißt,
folgt ihr nicht diese Ausfahrten. Und das, diese Ausfahrten sind diese Leute. Folgt ihr nicht diese Ausfahrten. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحان الله وأن الطرق إلى الله تنوعت فكما أن المسلمين على دين صحيح كذلك هم sagen also wir sind sagt der das sagt sagt wir sind Muslime wir sind den richtigen Weg die auch das heißt diese die auch bist du auch raus nur die auch fertig das heißt ihr sagt wir sind Muslime Wer sieht Alhamdulillah in richtigen Weg, in geraden Weg, Tariqullah Azza wa Jal, und die auch. Solange du sagst, und die auch, du fliegst vom Islam aus. Es gibt also solche Menschen, solche Leute, die sagen, die denken, dass die Also richtig sind. Wie wir auch. Dass wir auch gut denken, dass wir im richtigen Weg sind. Das heißt, gar kein Problem. Man kann alle also miteinander so leben und auch gleiche Religion haben. Sogar auch es gibt. Das kommt auch inshallah. Der solche Sachen auch sagt, der weiß nicht, dass Ad-Din und Allah Azza wa Jal ist ein Islam. Bal al-Kuffar hum yaqulun aw ya'lamuna. Al-Kuffar, die wissen, die Juden, Christen, die wissen genau, dass Al-Islam die richtige oder die wahre Religion. Aber was hat die gehalten? Neid, Kibr, diese Blindfolgen und so weiter und so fort. At-Ta'assub, diese weiße Stur, diese Stur. بل هناك دعوة معاصرة باطلة تعرف بالدعوة إلى وحدة الأديان الثلاثة. Es gibt jetzt, und seit schon lang, subhanallah, vor ein paar Jahren, gibt es auch Kongress. Wir machen einen Kongress extra für diese drei Religionen. Islam, Judentum und Christentum. Und die sagen, das müssen wir versuchen, dass man so eine Religion, in diese drei Religionen, nur mit einer Religion rauskommen. Wie kann das sein, subhanallah? Jeder auch, der das sagt, oder jeder, der auch teilgenommen hat, mit diesen Gedanken auch schon raus. Warum? Was ist für dich ein Islam? Hä? Was ist für dich ein Islam? لأنهم يقولون الإسلام واليهودية والنصارى ونقول هذه الدعوة إن الكل Also alle sind wir in gleiche Weg oder in gleiche Religion. Und auch alle glauben an Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Ich weiß nicht, wie das ist. Das ist noch schlimmer, der sagt, ich habe Zweifel, ob die Kuffar sind oder nicht. Der solche Kongresse auch macht, noch schlimmer. لأنه صحح مذهبهم warum weil der denkt dass ihre Religion auch richtig ist وقال إنهم يؤمنون بالله ويتبعون اليهود أو يتبعون الأنبياء die sagen dass die auch den richtigen Weg sind und auch die folgen alle Propheten aber was ist mit Muhammad صلى الله عليه وسلم die folgen nicht Muhammad صلى الله عليه وسلم der dein Prophet ist folgen sie ihm nicht, sallallahu alaihi wasallam. Und die vergessen, dass du auch bei denen ein Kafir bist. Ja, die vergessen auch das. Also die Christen, die sagen, dass wir Kuffar sind. Wie wir auch genauso. Und die Juden auch genauso. Und wir alle, alle Propheten, alle Gesandten glauben wir. Diese 124.000 gesandten Propheten glauben wir an alle. Wenn einer von uns nur nicht an einen Prophet oder an eine Gesandte nicht glaubt, der ist draußen, ist ein Kafir. Die Juden, die haben nicht an Isa a.s. geglaubt. Und die haben auch nicht an Muhammad s.a.w. geglaubt. Die Juden, die wollten sogar auch Isa a.s. also töten. Die Juden, die haben nicht auch an Musa a.s. auch geglaubt. Nur ein paar von denen haben die an Musa a.s. geglaubt.
Und trotzdem, du sagst, ja, die folgen auch Propheten. Die meisten Propheten wurden von Juden getötet. Zakaria und Yahya und viele, viele, die wir auch nicht wissen. Werte getötet. Juden. Und trotzdem, du sagst, ja, die folgen auch also alle Propheten und die sind lieb und die sind das und jenes. Das ist keine richtige Aqida. Wenn die gesandten Propheten folgen, die werden auch an Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch glauben. Warum? Wir haben gesagt, dass die Eigenschaften und Beschreibung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam steht in At-Tawrat und auch in Injil. Und schau mal, was Allah azza wa jal. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Das heißt, wenn die Juden Taurat folgen, wir werden auch an Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch glauben. Und wenn die auch Christen auch die Bibel auch folgen, wir werden auch an Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch folgen. ماذا قال الله عز وجل شو مال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. عيسى عليه السلام تسكيسك. Es wird ein Prophet nach mir kommen, heißt Ahmed. Aber der richtige Ahmed, nicht dieser Gulam, Lügner Ahmed. Das ist kein Gesandter, kein Prophet, das ist nur ein Lügner, ein Ahmak ist das. Okay? ويقول الله عز وجل عنهم جميعا في التوراة والإنجيل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Das heißt, wenn die ihre Bücher richtig folgen, die müssen auch an Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch glauben. Und die vergessen auch, was Allah عز وجل sagt. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Sinngemäß. Weder die Juden noch die Christen werden mit dir zufrieden sein, bis du ihren Glaubensbekenntnis folgst. Sag ja, Muhammad, gewiss Allahs Rechtleitung ist die wahre Rechtleitung. Wenn du jedoch ihren Neigungen folgst, nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, so wirst du vor Allah weder Schutzherr noch Helfer haben. Das heißt, Allah azza wa jalla sagt ihm, du brauchst nicht, die werden nie mit dir zufrieden sein. Bis du ihren Neigungen folgst. Und auch in Klammern, auch wenn du die Neigungen von denen folgst, wir werden nicht mit dir also zufrieden sein. Letzte Ayah muss man Ibrahim a.s. als Vorbild nehmen. Obwohl er mit seinem Volk, mit seinem Vater war, aber der war nicht mit denen zufrieden. Warum? Weil sie auch Muschrikinnen waren. تبرأ منهم قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Sinngemäß. Und als Ibrahim zu seinem Vater und seinem Volk sagte, gewiss, ich sage mich los von dem, dem ihr dient, außer demjenigen, der mich erschaffen hat, denn er wird mich gewiss recht leiten. Anna Ibrahim a.s. der war, also der hat alles versucht mit seinem Volk und mit seinem Vater sogar, als die das nicht angenommen haben, der ist weg von dem. Es geht nicht um Familie oder es geht nicht um Neigungen, sondern es geht um richtige Aqidah. Deshalb قال الشيخ رحمه الله من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.